Willkommen zurück zu Victor. Wie ihr seht, haben wir hier bei Molten Chasm auch das X. Hab das Level nochmal gespielt, hab komischerweise auch nochmal eine Bewertung gekriegt und nochmal Geld. Ja, ist aber auch nicht so schlimm, finde ich auch gut so. Als nächstes kommt Shadow Caverns. Caverns. Klingt nicht so schlimm, wie es... ist nicht so schlimm, wie es klingt, das Level. Auch hier wieder ein neuer Gegner. Und zwar ein Gegner von der Decke, der ein paar Mal mehr spuckt. Oder beziehungsweise mehr Kugeln spuckt. Gleich drei statt üblicherweise zwei. Wir gehen erstmal hier lang. Und hier bekommen wir auch unser allererstes Artefakt. Ich muss gerade mal kurz auf mein Handy gucken. So, und zwar wollte ich nur gucken, wie viele Artefakte es überhaupt hier gibt oder wie viele Sachen. Dass ich nichts vergesse. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Viel gibt's nicht mehr in diesem Level. Trotzdem würde ich ungern was vergessen, um es nochmal zu spielen. Aber es gibt auch wirklich ein Level, das machen wir auch irgendwann mal. Das muss man sogar mehrmals spielen, weil es da mehrere Wege gibt. Man kommt nicht mehr zurück. Man muss dann mehrmals spielen, um jeden Weg mal gegangen zu sein. Finde ich zwar persönlich auch ein bisschen lästig. Ups. Aber ich denke, auch da gibt es Schlimmeres. Okay, hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Können wir den normalen Weg weitergehen? Das wäre hier unten. Warten, bis er sich umdreht und dann wegschießen. Man kann ihn nämlich nur von einer Seite treffen, diesen Gegner. Ansonsten ist er nicht gefährlich. Und jetzt kommt der Zwischengegner. Auch recht witzig und easy. Nutze die Shotgun, weil ich denke, so kann man ihn am einfachsten treffen. So, das war die erste Kugel. Und das war die zweite Kugel. Ihr seht, nicht schwer. Hier kann man nicht rein. Da geht's weiter. Auch wieder ein neuer Gegner gesehen. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Und zwar hasse ich diese Stelle. Da seht ihr die Steine, die verschwinden auch. Aber und dann schätzt man einmal kurz falsch und fällt runter. Aus diesem Grund hasse ich diese Stelle am meisten im ganzen Spiel. Problem ist nämlich, wir müssen da lang. Oh, hat sogar funktioniert. Yes. Und eine neue Waffe, und zwar eine Sniper. So, hier gibt es nicht mehr allzu viel. Die Sniper selbst finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut. Oh,
Wir sind sogar noch sicher gelandet. Jetzt können wir noch einmal sterben, danach ist das Level vorbei. Auch wieder vollkommen falsch abgeschätzt, das Ganze. Auch das hätte nochmal schief gehen können. So, und zwar hier unten. Geht man nämlich hier unten rein und hat hier das Artefakt. Ja, und was ist, ich sterbe. Ah, wunderbar. Game over. Jawohl, das erste Mal, dass es passiert ist. Ich glaube, die Artefakte haben wir. Das sehen wir ja dann. Jetzt können wir durchrennen. Die Sniper haben wir auch. Ist ärgerlich, auf jeden Fall, für einen 100% Run. Aber gut, es hat ja nichts damit zu tun, ob man stirbt oder nicht stirbt. In dem Run geht halt wirklich nur darum, dass man auch alles hat. Und dafür muss man halt auch mal Opfer bringen. Das wäre zum Beispiel auch sterben. So. Also alle Artefakte haben wir. Und auch alle Waffen. Das heißt, wir können wirklich einfach nur durchrennen jetzt. Bis zum Boss. Upgrade haben wir immer noch nichts. Von unseren Waffen. Das bleibt auch erstmal so. Nur Geld, verdammt. Im Übrigen, wenn man stirbt, bleibt zwar alles, was man gefunden hat in dem Level, also an Waffen, Ausrüstung, Artefakte etc. Allerdings, man verliert jegliches Gold, was man darin gesammelt hat. Finde ich persönlich ein bisschen ärgerlich. Aber passiert. Jetzt kommt der Zwischenboss, der ja nicht schwierig ist. Haben wir vorhin schon gesehen oder gerade eben. Ich würde schon sagen, mit der Shotgun am einfachsten zu töten. So, jetzt sind wir an der Stelle, bei der wir gestorben sind, gerade eben. Fast schon wieder runtergefallen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt den oberen Weg. Der ist, glaube ich, etwas sicherer. Ich glaube, bei diesem Endgegner hier können wir die Sniper benutzen.
So, jetzt kommt der Boss. Wie gesagt, dafür benutze ich mal die Sniper. Ich nehme so eine Art Fledermaus. Solomon heißt er. Ja, er versucht uns auch auf die böse Seite zu locken, aber wir machen das natürlich nicht. Der Sniper eigentlich so am einfachsten zu erledigen, der Gegner. Kurz nachladen. So, jetzt kommt er auch runter. Einfach hier in die Ecke stellen. Soweit geht er nämlich nicht. Aber sein scheiß Strahldingens. Keine Munition mehr. Ja, ihr seht, so schwer ist er auch nicht. Wieder runter. Jetzt ist er wieder oben und auch gleich erledigt. Und das war's. Wir haben keine Energie verloren. Heißt, wir haben nochmal einen extra Erfolg bekommen. Das war auch das nächste Level, mussten wir gleich zweimal machen. Dafür bin ich happy, dass wir auch den Erfolg für keinen Schaden bekommen haben bei dem Boss. So, das war's für dieses Level und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!